So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und da oben hat schon wieder der Prophet aus dem Fenster gehangen, hat erzählt von seinem Vater, immer wieder lustig. Wir wollen jetzt heute ein paar Eier brüten für euch. Ich habe nämlich wieder fleißig 12 Kilometer Eier gesammelt. Und jetzt ist gerade Montag. Das Neujahrs-Event ist noch aktiv. Da gibt es ja auch noch den doppelten Brütstaub und alles andere. Deswegen möchte ich mal gucken, aus den 12 Eiern gibt es ja sowieso am meisten Staub, wie das ist mit Sternenstück und doppelten Staub, wie viel wir da aus den 12 Kilometer Eiern bekommen. Alternativ, außerdem meine ich natürlich, habe ich immer noch kein Garnovil und wollte noch Garnovil mitnehmen. Das muss ich auch noch brüten. Die Eier sind schon alle drin. Ich muss noch ein paar Meter laufen, dann machen wir die auf und dann zeigen wir euch mal, was da drin ist. Ihr könnt euch auch mal hier die Landschaft angucken. Hier ist überall Schnee. Da ist ein kleiner Junge, der die ganze Zeit Schneebälle wirft. Hallo? Genau, schmeiß mal ein, mal gucken. Zack, werden die Schneebälle einfach da rumgeworfen. So, das war's jetzt. Wir laufen ein Stück, wenn die aufgehen. Sternstück natürlich nicht vergessen. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Also ich schwöre, der Junge hat mich eben komplett aus dem Konzept gebracht. Ich kenne ihn nicht, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich bin da lang gelaufen und habe gedacht, okay, filmst jetzt kurz da deine Ansage. Kurze Hose am Start, wie immer, ihr wisst Bescheid. Schnee, Badelatschen, Crocs, wie auch immer. Ich stehe so da mitten auf dem Platz in dem Schnee und da kam der Junge an und hat die ganze Zeit Schneebälle geworfen durch die Gegend. Fand ich dann lustig, habe gedacht, komm, zieh einfach durch, drehst du kurz um, filmst den Jungen mit, zack. Jetzt ist kein Junge mehr da. Jetzt gehen aber die Eier auf. Ich glaube, wir werden auch hier kurz stehen bleiben, weil hier auch eine Straßenlampe ist. Und um nochmal dazu zu sagen, das Video jetzt habe ich am Montag aufgenommen. Am Montag, weil da noch dieses Neujahrs-Event aktiv war mit dem Doppelstaub. Ich gucken wollte, wie viel es gibt, wenn ihr 12 Eier brütet mit Sternstück an. Und das Video werde ich, glaube ich, am Donnerstag hochladen. Mal gucken. Dienstag machen wir ja den Genesec Community Raid. Mittwoch ist wieder Raid am Mittwoch und die Raid Mania, also Raid-Stunde. Donnerstag steht, glaube ich, noch nichts an. Da werde ich gucken, dass ich dann das Eiervideo mal hochhau zur Überbrückung, dass ihr das dann seht. Und ja, Dienstag startet auch das Einhall-Event mit dieser Sammler-Medaille, Sammler-Herausforderung. Kastadur-Shiny bekommen. Schnell und einfach, fragt BisaFanTV. Plus natürlich Serpifeu Shiny neu. Jetzt wollen wir aber mal drauf gucken, beziehungsweise nimm mal die Kapuze weg. Da sieht die Frisur wieder aus. Wenn Pupsi das sieht, sagt sie wieder Grinch. Ich tue das mal hier so rüber. So, jetzt sieht es ordentlich aus. Wir öffnen mal das erste 12 Kilometer Ei, immer noch auf der Suche nach Garnovil. Wir achten mal auf den Staub. Ein Skalück. Mittlerweile kenne ich die Namen auswendig. 19.200 Staub. Ich glaube, jetzt kann ich Schillings Videotitel verstehen. Skalück mit 19.200. Werte sind trotzdem schlecht. Entwickelt haben wir auch schon alles, haben wir letztens gemacht. Männlich, weiblich, Lucky, Eintrag, alles abgeholt. Das ist auf jeden Fall heftig. Jetzt finde ich es schade, dass ich nicht mehr gebrütet habe im Event, ne? Ich hatte seit Eventbeginn 19.200. Ich hatte seit Eventbeginn 12 Kilometer Eier drin. Und jetzt am letzten Tag des Events mache ich die erst auf. Ich hätte die am ersten Tag aufmachen müssen und jeden Tag 12 Kilometer Eier brüten müssen. Das wäre auf jeden Fall richtig brutal gewesen. Hier auch ein 93er Unratütox, ist aber auch Abfall, braucht man nicht. Ich brauche Garnovil und Garnovil Bonbons, das ist wichtig. Ist bei jedem jetzt der Staub so hoch? Das wäre auf jeden Fall fresh und ist das die Obergrenze? 14.215, gut, es geht also auch weniger und es ist nicht bei jedem so hoch. Aber gibt es mehr als 19.200? Stand bei ihm 19.700 oder ist 19.200 das höchste? Dieses Unratütox leider auch schlecht. Wir haben aber noch ein paar übrig, das waren 3. Normalerweise wären es nur noch 6, aber wir haben trotzdem noch 9 Stück, denn es sind ja wieder 12 Kilometer Eier. Das nächste Skalyk mit 11.000. Okay, das wird jetzt auch weniger. Das ist das geringste bis jetzt, was an Sternenstaub rauskam. Hätte ich mal geguckt, wie viel ich vorher hatte und wie viel jetzt. Ich
war, glaube ich, bei 10,6, jetzt 10,9, 300.000 Staub, aber gut. Ich hatte den Klicker auch wieder laufen, da kam bestimmt auch noch einiges dazu. Hier ein Name kann ich mir nicht merken. Gladiantri und sogar 5 XL-Bonbons. Waren das 5? Jetzt habe ich den Staub nicht gesehen. Aber ich glaube, das waren trotzdem eh nicht mehr. Ich denke mal, 19,2 wird das höchste sein. Gladiantri mitgenommen, braucht man natürlich auch nicht. Ich brauche noch Garnovil. Garnovil muss ich nämlich noch ein weibliches entwickeln. Oder ein männliches, ich weiß es gerade nicht. Ich habe einmal durchentwickelt, das Lucky, was ich habe. Jetzt habe ich wieder nicht auf den Staub geguckt. Ich habe einmal das Lucky durchentwickelt. Und das Gegengeschlechtliche muss ich auf jeden Fall auch noch durchentwickeln. Hier auch wieder schlecht Skalyk, was ich auch nicht nachvollziehen kann, weil viele auch sagen, sie haben gerade mal 2 Skalyk bis jetzt, aber immer wenn ich eine Fuhre brüte, ist da so gut wie immer Skalyk drin. Das nächste Skalyk, also Skalyk, ist bei mir fast häufiger als Unratytox. Unratytox, ja. Was habe ich? Unratytox, genau. 45 Bonbons klingt auf jeden Fall auch richtig brutal, aber nicht viel Staub. Ich will über 20.000 haben, mindestens. Und es ist Lavitar. Okay, nehmen wir mal mit. Wir schieben uns mal zur Seite. 44 Bonbons, wieder weniger Staub. Bewertung? Ja, ist okay, sagen wir mal. Wenigstens Lavitar-Bonbons und XL-Bonbons dabei gewesen. Glaube ich, zumindest. Akku ist auch gleich leer, wie ich sehe. Ein Absol noch dabei. Aber 12, 40, 4. Früher musste man sich nur 2 Werte merken. Jetzt muss man sich 100 Werte angucken mit den XL-Bonbons noch dazu. So wie es aussieht, wieder kein Garnovil. Das dürften jetzt auch gleich die letzten sein. Dann gilt es wieder Eier sammeln, fangen, machen, tun. Ich habe eh noch eine Aufgabe, wo ich 6 Rocket-Bosse besiegen muss. 9.600. Das ist, glaube ich, das geringste an Staub, was ich jetzt bekommen habe aus der Fuhre. Noch eins. Haben wir noch eins? Haben wir noch 2? Ich weiß es nicht. Wir sehen es gleich, wie viel wir noch haben. Noch so ein Teil. Ich habe immer noch kein Garnovil. 15.000. Ist aber trotzdem zu wenig. Das ist ein 96er. Okay. 96 geht. Aus Spanien vor allem steht hier. 96. Passt. 100er können wir natürlich mitnehmen. 100er könnte man entwickeln. Ihr seht immer, wenn Leute vorbeilaufen, ich drehe mich extra so, dass man hinter mir niemanden sieht. Noch ein Absol. Und 9.600 ist auch wieder ziemlich wenig. Jetzt war ich so verwöhnt, weil ich 19.200 beim ersten Ei gesehen habe, habe gedacht, das ist richtig heftig. Ich dachte wirklich, das ist bei jedem Ei jetzt so. Aber leider nicht. Wir können uns nochmal die Ausbeute angucken. Zweimal Absol, Lavita, Gladiantri, dreimal Skalyk, viermal Skalyk, Unratytox. Eben hat mich auch Wale eingeladen. Hier Rodenburg, Ob der Tauber, Bayern. War eine Raid-Einladung von Wale, 95, habe ich angenommen, einfach mal so. Ist sogar nochmal ein Shiny geworden vom Ho-Oh. Warum nicht? Wie gesagt, Montag ist das Video aufgenommen. Und bei den Aufgaben habe ich hier nämlich bei der Level 45 Herausforderung noch das mit den Raids gewinnen. Das werden wir am Mittwoch sicherlich fertig machen. Bei der Genesect Raid Mania besiege ein Team Go Rocket Boss 7-mal. Deswegen habe ich damit gewartet, dass ich jetzt wieder Eierplatz habe und wieder 7-12 Kilometer Eier sammeln kann. Und wenn wieder 12 sind, werden wir sicherlich auch wieder brüten, immer noch auf der Suche nach Garnovil. Das ist auf jeden Fall heftig mit dem Staub, hätte ich nicht mit gerechnet. Das war es von meiner Seite aus. Und es ist einfach halt irgendwie dunkel, obwohl ich glaube, es war nur so dunkel, weil ich unter der Lampe gestanden habe. Hätte ich nicht unter der Lampe gestanden, wäre es wahrscheinlich heller gewesen. Und jetzt irgendwie, wo ich weglaufe, kommt mir das alles irgendwie angenehmer vor. Jetzt Lampe, hässlich. Ohne Lampe, immer noch hässlich, aber heller. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.